Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf das Herzlichste, auf das Liebenswürdigste und auch ganz besonders freundlich zu unserer Talkshow Die Woche Menschen im Gespräch. Hoch über den Dächern von Köln sitzen wir wie immer in dem bekannten Hotel Maritim. Und jetzt kann der erste Beifall bereits orkanartig aufbrausen. Sonst läuft das ja alles überhaupt nicht. Also, keine Scheu, nicht? Keine Scheu. Wir reden ja doch nicht wie Kopernikus über eine Viertelstunde, sondern wir reden über uns. Und das ist das Schönste, was man überhaupt machen kann. Eine Runde, die wir heute Abend zusammen haben, da bin ich ja sehr stolz, dass das so funktioniert hat. Eine so große Unterschiedlichkeit mit so bedeutenden Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Ich könnte eigentlich gleich gehen und die alle alleine reden lassen, aber ich bleibe dann pro forma hier sitzen. Jetzt gehe ich mal einfach mit Ihrer gütigen Erlaubnis von Ihnen rüber zu einem anderen, der zugegebenermaßen noch relativ jung ist, aber ungewöhnlich erfolgreich, wie der ein oder andere sagt. Manche sagen, er sei reich, der ein oder andere behauptet, er habe mit 17 bereits seine erste Million gemacht, handelt mit vielerlei Gegenständen, mit Kunst, mit Immobilien, ist Vermögensverwalter und heißt Thomas Kramer. Herzlich willkommen. Danke. Stimmt das wirklich, dass Sie mit 17 Ihre erste Million gemacht haben? Ja, das stimmt schon, ja. Und haben Sie die noch oder haben Sie verloren in der Zwischenzeit? Sagen wir mal so, ich könnte das Geld nicht genießen, wenn ich zwischendurch nicht auch Täler durchgemacht hätte. Um ehrlich zu sein, ich hatte mit 17,5 meine erste Pleite hinter mir. Aber schon vorher die erste Million. Ja gut, ich meine mit der ersten Million, das ist, hört sich so ein bisschen, Gott, wie soll man sagen, verwerflich an. Also ich hatte, nicht verwerflich, ich hatte, finde das toll. Ich hatte halt als Schüler, außer dass ich versuchte, mein Abitur schnellstmöglich zu machen, Interesse an der Börse entdeckt und habe halt da mit etwas glücklichem Händchen einiges Geld verdient. Hatte dadurch natürlich entsprechend dem damals jugendlichen Eifer etwas übers Ziel hinausgeschossen, als ich dann mit 17 endlich nach Amerika kam und glaubte natürlich jetzt allen alles vormachen zu können, bekam ich dann innerhalb der nächsten 8 Wochen einen ziemlichen Dämpfer, wie gesagt, meine erste Pleite. Aber Sie haben es in Amerika gelernt. Sie haben also Wall Street, haben Sie die Erfahrung gemacht, die man braucht. Wäre es falsch, wenn man Sie einen Börsenmenschen nennen würde? Ja. Warum wäre das vollkommen falsch? Weil das eine totale Einseitigkeit in ein Gebiet darlegen würde, die ich also mit Vehemenz mein Leben lang bekämpft habe. Und ich glaube, was immer ich an Erfolg aufzuweisen habe oder was immer über mich als Erfolg dargestellt wird, ist nicht die Fähigkeit, Geld anzuhäufen. Also das widerspricht dem Mythos des Millionärs. Nein, vielmehr glaube ich, dass es meine Fähigkeit war, aus Niederlagen nicht nur gelernt zu haben, sondern wahrscheinlich stärker herauszukommen, wie ich vorher hineingegangen bin. Sie handeln jetzt in München, womit? Meine Firma beschäftigt sich vom größten Teil des Volumens her hauptsächlich mit gewerblichen Immobilien. Das heißt, aufgrund meiner internationalen Verbindungen, die ich halt im 17-jährigen Börsen mir erworben habe, auch auf der Vermögensverwaltungsseite, kann ich halt sehr gut im Gewerbeimmobilienbereich einsetzen. Und natürlich, was sehr nah mit Vermögen zusammenliegt, ist halt der Kunsthandel. Sehr viele Leute, die halt Kunst haben und Kunst verkaufen wollen, ohne über Auktionshäuser. Die kommen zu Thomas Kramer. Richtig, genau. Ohne und halt die wissen auch warum. Ja, weil ich halt die Verbindungen habe, solche Dinge privat zu platzieren, ohne dass sie über den Kunsthandel oder Auktionen müssen. Sie sind 32 Jahre alt und reden so, als wären Sie 60 mit so viel Erfahrung. Woher kommt das, dass man das so komprimieren kann in so kurzer Zeit? Ich glaube, das liegt an der Geschwindigkeit, mit der man Dinge anpackt und wahrscheinlich an dem ersten Satz, den ich Ihnen gesagt habe, dass ich halt kein Börsenexperte bin. Ich habe es vielleicht mein Leben lang verstanden, mich aus Spezialistentum herauszuhalten. Es gibt für alles Experten, es gibt für alles Spezialisten. Man muss nur sehen, dass man möglichst gute findet, um alles delegieren zu können. Das heißt, Sie haben solche, an die Sie was delegieren können? Ich hoffe, ja. Nun wollen wir mal fragen, vielleicht hat der Nächste auch welche, an die er was delegieren kann. Aber ich glaube, er hat ganz gut zugehört. Jetzt, ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, dass wir zueinander kommen in einer solchen Talkshow. Und ich begrüße herzlich den Bundesminister für Wirtschaft, Dr. Helmut Hausmann. Herzlich willkommen.
miteinander ja, reden glaube, können, mit das ist richtig, aber ich glaube, wir haben, und nicht nur die Damenbewegung in Deutschland, und nicht nur eigentlich, das ist richtig, und nicht nur die etablierten Parteien, die sich halt hinter dieser Zeit verstecken mit ihren Änderungen. Ich glaube, die Problematik, die wir am Anfang der Diskussion hatten, ist viel wichtiger, wie ein bisschen temporär. Ja, ich finde das weniger. Ja gut, dass Sie da wieder drauf kommen. Ja, und zwar wollte ich nur noch eins sagen, was mich als, gut, ich möchte jetzt nicht auf meine Jugend hier oder sonst was anspielen, aber trotzdem habe ich diese Veränderung dieser sogenannten Volksparteien ja miterlebt. Ich habe gesehen, wie sich die SPD Anfang der 70er Jahre als Motor der übergreifenden Studentenrevolte, als Motor der Veränderung darstellte und mit den besonders Frauenkanzlern Brandt und Schmidt natürlich auch die Wahlen gewonnen hat. Ich glaube, dass wir jetzt plötzlich hier eine gewaltige Veränderung dieser Volkspartei erleben zu einer sogenannten konservativen Stillhalterpartei. Warum ist die SPD, der Motor der Veränderung von 1970, plötzlich nicht mehr gewillt, im Rahmen einer europäischen Vereinigung vollkommen erkannte Prozesse in Amerika und England einzuleiten oder zu unterstützen? Zum Beispiel? Ich kann mich noch erinnern, wie unter Willy Brandt die Amerikaner mit ihren hohen Arbeitslosenzahlen immer als der kapitalistische Buhmann schlechthin hingestellt wurden. Trotzdem hat es mich eher nach Amerika gezogen wie in das sozialliberale Deutschland. Und ich kann sagen, dass ich aufgrund der versprochenen Wendepolitik auch zurückkam nach Deutschland, um hier ein Unternehmen aufzubauen. Und ich hoffte auf diese ähnlichen Veränderungen, die in Amerika und England... Warten Sie noch ein Jahr. Das tue ich auch. Ja. Und ich wähle euch auch wieder. Aber der Punkt ist der, dass hier halt durch diese unglaublichen Funktionärsapparate in der Republik, die besonders auch die Frauenbewegung verhindernde Gewerkschaft, die deswegen ganz viele Mitglieder gerade... Ja, nicht der die Frauenbewegung verhindernde Gewerkschaft, doch, sondern einige Ausprägungen doch, nein, schon verhindern. Nein, nicht einige. Das ist die der Bewegung Kernpunkt. Können, der kann keiner verhindern. Der Kernpunkt ist die festgelegte Vorschriftsverordnung in Deutschland, wo Sie einen Fuß bewegen, und das ist auch, jetzt sind wir wieder bei dieser komischen Geschwindigkeitsbegrenzung, ob es mir ziemlich egal ist, weil ich sowieso selten schneller fahre, aber immer ist diese Partei und dieser Flügel dran, Vorschriften zu machen, neue Vorschriften, neue, und glauben Sie, dann kommen noch mehr Polizisten, die nichts mehr anderes zu tun haben, wie irgendwelche Geschwindigkeitsverbote durchzusetzen, wieder neue Beamten, und es ist immer, es ist eine Anhäufung des Apparates, es ist eine sich selbst beschäftigt und eine Selbstbeweihräucherung, die Gott sei Dank endlich durch die Wähler wach, auf und durchgerüttelt wird. Und das begrüße ich. Jetzt will ich Ihnen was sagen.